Schwabenketchup, Winterdienst oder selbstgenähte Stofftiere. Das sind nur einige der Ideen, die findige Gründer zur Unternehmensreife gebracht und heute auf der Gründermesse Neckaralb einem breiten Publikum vorgestellt haben. Was es sonst noch Neues zu entdecken gab, hat sich unsere Kollegin Birgit Gleimeier für Sie angesehen. Sich selbstständig zu machen erfordert eine Menge Mut. Denn die Gründung eines eigenen Unternehmens ist immer ein Sprung ins kalte Wasser. Welche Träume und Ideen die Jungunternehmer in der Region verwirklicht haben, präsentieren sie jedes Jahr auf der Gründermesse Neckaralb. Und heute war es wieder soweit. Rund 3.500 Unternehmensgründungen verzeichnet die IHK Reutlingen pro Jahr. Die überwiegende Zahl sind Einzelunternehmen, von denen etwa 60% im Nebenerwerb ausgeübt werden. Also ich kann nicht sagen per se, das ist jetzt für alle der Stein des Weisens, das läuft immer. Nee, man muss sehen, dass man die Idee nach vorne bringt, man muss sich selbst motivieren können und man darf natürlich auch nicht so sehr sicherheitsliebend sein. Man hat in der Gründung immer Aufs und Abs, man hat Umsatzspitzen, auch Arbeitsspitzen, da geht es richtig rund, da bin ich 12, 14 Stunden unterwegs, ja, und dann hat man auch mal Zeiten, wo nichts läuft. Was für die Regeneration natürlich super sei, für den Geldbeutel aber eher schlecht. Darum sei die absolute Grundvoraussetzung für jeden Gründer: Der muss brennen für das, was er tut, weil dann kann man die Hürden, die da entstehen, auch viel, viel einfacher und besser überwinden. Ein solches Feuer brennt auch in Hanna Meierding und Lina Fritz. Ihre Idee: Friedi Unverpackt, ein Unverpackt-Laden, der im Herbst in der Reutlinger Innenstadt eröffnen wird. Also es ist im Grunde ein bisschen Erlebnis-Einkaufen, genau. So wie früher. Also man geht nicht in den Supermarkt und kauft eben die abgepackten Sachen, sondern man kann die Lebensmittel irgendwie entdecken und sich in der Menge abfüllen, in der man das auch wirklich braucht. Wir haben das über die sozialen Medien mitbekommen, dass es in Berlin und in Kiel die ersten Läden gab und haben das vermisst, bis wir einfach gesagt haben, wir warten nicht länger, sondern wir machen es selbst. Natürlich nach gründlicher Abwägung und einer gewissen Planungs- und Vorlaufzeit, wie sie die meisten Existenzgründe für sich beanspruchen. Und sie alle haben für Gleichgesinnte einen guten Rat: Durchhalten, dranbleiben und niemals aufgeben. Wenn vielleicht auch in Ihnen schon lange die Idee von der eigenen Firma gärt, dann haben Sie einfach Mut und versuchen Sie es. Beratungsangebote gibt es zuhauf bei der Industrie- und Handelskammer, bei der Handwerkskammer und bei den regionalen Banken.